So, dann hallo, schönen Nachmittag. Video hat jetzt, glaube ich, noch geklappt alles. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Markus Wienand. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit SQL aus der Sicht der Sprache, also nicht unbedingt der Administration. Geht das Audio noch? Ja. Das heißt, es gibt ja einen SQL-Standard, wie vielleicht manche wissen. Wer weiß denn, es gibt einen SQL-Standard? Ja. Jetzt die Fangfrage wäre jetzt, was ist die letzte Version des SQL-Standards? Ich frage sicherheitshalber nicht, es wird peinlich. Ich nehme aber dennoch den SQL-Standard her, also es gibt eine neue Version und die zeige ich euch auch dann, weil es einfach eine Basis ist von dem, was viele Datenbanken können sollten. Und dieser Vortrag von heute, der hat ein einfaches Selektionskriterium, nämlich erstens Sachen, die im SQL-Standard vorkommen und zweitens, wo sich innerhalb des letzten Jahres bei Open-Source-SQL-Datenbanken etwas getan hat. Und das ist quasi das Filterkriterium für meine Auswahl an Features, die ich euch der Reihe nach durchführe. Deswegen sind die auch relativ durcheinander gewürfelt, aber das ist das gemeinsame Kriterium dahinter. Ja, was hat sich getan? Und man möchte nicht glauben, also SQL Standard, habe ich ja schon erwähnt, da gab es dieses ominöse SQL 92. Wem ist denn das ein Begriff? Ja. Kleiner Teaser, das ist nicht der aktuelle Standard. Aber ich gehe es halt chronologisch durch, wie die Standards mit den ganzen Updates durchgekommen sind. Und es ist tatsächlich so, dass wir dieses Jahr in einer SQL-Datenbank eine Ergänzung gesehen haben, die schon seit 92 im Standard steht. Check Constraints. Wer kennt denn das? Aha, na, gar nicht so viele. Na, schauen wir mal. Ist also wirklich schon ewig im Standard und wird auch von vielen Datenbanken seit langem unterstützt, aber nicht alle. Ich sage euch dann nachher, welche da jetzt als letztes nachgezogen ist. Worum geht's? Ein einfaches Anwendungsbeispiel ist, dass der SQL-Standard eigentlich keine unsigned Integers vorsieht. Da gibt es generell immer nur signed Numerics. Unsigned gibt es nicht. Wie man dennoch sicherstellen kann, dass zum Beispiel keine negative Stückzahl irgendwo eingetragen wird in so einer Webshop-System zum Beispiel, das war schon immer dieser Check-Constraint. Den kann man da zum Beispiel da auf Spaltenebene so festlegen und sagen, kann man sagen, okay, alles was da drin ist, muss größer 0 sein. Also 0 oder negative Stückzahlen kann man nicht bestellen. Seit Jahr und Tag ist das vorgesehen. Das heißt, man kann dann eine 1 reinschreiben, man kann eine 3 reinschreiben, aber eine 0 zum Beispiel wird abgelehnt mit einer einfachen Constraint Violation, ähnlich wie ein Primärschlüssel. Ja, und da haben wir es schon. Bei MySQL und auch dem verwandten MariaDB wurde das sehr, sehr lange zwar akzeptiert, aber ignoriert. Und das ist wirklich in der gefährlichsten Form, nämlich ohne Fehlermeldung, ohne Warnung. Die hat es einfach geschluckt und hat gesagt, ja, passt schon. In der Doku ist gestanden, reserved for future use. Was kann da schon schief gehen? Also diese Datenbanken, also MariaDB hat es mit 10.2 vor 2 Jahren ausgebessert und MySQL mit 8.0.16, das ist bitte dieses Jahr herausgekommen. Und dort geht das jetzt also auch, dort wird es also akzeptiert und auch berücksichtigt. Wunderbar. Und das Ganze noch einmal so ein bisschen, die Zeitachse so ein bisschen darstellen. Also wir sind da jetzt in einem Bereich, das eigentlich außerhalb meiner Zeitachse hier liegt, weil ich fange da mit 99 eigentlich erst an. Das ist 92 in den Standard gekommen. Und wir sehen, dass da die MariaDB MySQL-Schiene ein bisschen der Nachzügler ist. Aber jetzt haben wir das auch. Noch was aus dem 92er Standard, das nicht allgemein verfügbar war. Intersect und Except. Das ist so ähnlich wie Union. Union kennen ja vielleicht die meisten. Nicht? Wer kennt Union? Genau, zwei Queries quasi untereinander aneinander hängen. Und da kriegt man also dann die Summe von beiden Tabellen, also beiden Queries quasi, raus. Und da gibt es halt auch noch das Intersect, sodass man nur die Zeilen rauskriegt, die auf beiden Queries vorhanden sind. Und auch noch das Except, wo man quasi ein Minus durchführt. Nehmen von einem Ergebnis alle diese Zeilen raus, die auch in einem anderen Ergebnis drinnen sind. Auch seit Ewigkeiten im SQL-Standard muss man jetzt dazu sagen, die Anwendungsfälle sind nicht sehr häufig für dieses Feature. Aber der Vollständigkeit halber sei es erwähnt. MySQL kann es bis heute nicht. MariaDB ist da letztes Jahr nachgezogen mit der 10.3er Release. Aber für mein Gefühl, wie viele MySQL-User haben wir denn hier? Okay, und wie viele Maria? Okay, und wie viele Postgres? Ah, und wie viele kommerzielle? Boah, mutig. Okay, ja, ich habe das eh auch da drinnen. Nur wie gesagt, das Selektionskriterium umfasst halt jetzt Neuigkeiten in kommerziellen Datenbanken nicht. Was ist der Unterschied zwischen Gelb und Grün? Ja, gute Frage. Was ist der Unterschied zwischen Gelb und Grün? Grün heißt standardkonform. Gelb heißt,
die Funktionalität ist im Wesentlichen da, aber es gibt irgendwelche Abweichungen. Manchmal steht das dann mit so Fußnoten da, wie zum Beispiel, da fehlt das All. Also man kann, wie bei Union, kann man ja sagen Union mit oder ohne All, kann man das auch bei Intersect und Except sagen. Kann man auch sagen Intersect All, Except All und das ist da offenbar nicht überall umgesetzt. Da muss ich aber echt sagen, das ist nicht das, was man täglich braucht. Gut, das war SQL 92, also zwei Features, die schon 25 Jahre im Standard sind, viel länger sogar, und jetzt nachgeliefert wurden, zumindest in manchen Datenbanken. Aber jetzt gehen wir eigentlich an den Beginn von dem, was ich als Modern SQL bezeichne. SQL 99. Da hat ein großer Gedankenwechsel stattgefunden. Da ist man von dem rein relationalen Denken in ein viel weiteres, in ein Multi-Paradigm, wenn du das so willst, Denken übergegangen. Und auch da gab es natürlich neue Features, die jetzt im letzten Jahr in Open-Source-Datenbanken gelandet sind. Und das erste davon ist lateral. Wer kennt das? Ah, sehr bescheiden. Hättet ihr alle schon mal irgendwann gebraucht, traue ich mich wetten. Aber worum geht's? Es geht eigentlich um die korrelierten Subqueries. Wenn ihr das vielleicht kennt, das ist ein Subquery, das von innen nach außen schaut. Ich habe da in meinem Beispiel habe ich da eine Korrelation drin. Das heißt, ich habe das hier in der Select-Klausel habe ich eine Unterabfrage. Das geht auch schon ewig. Und habe hier eine Korrelation, weil dieses T2, das ist von außen, außerhalb der Unterabfrage. Und in dieser Form geht es nur dann in der Select-Klausel eine Unterabfrage, wenn es eine skalare Unterabfrage ist. Das heißt, nur eine Spalte und eine Zeile liefert. Was eben in der Select-Klausel ist es eben zum Befüllen einer Zelle gedacht. Das heißt, da eine zweite Spalte hinzufügen führt zu einem Syntaxfehler. Und falls man da ein Query drin hat, das mehr als eine Zeile liefert, dann führt das zu einem Laufzeitfehler. Das ist relativ, naja, wenn man wirklich nur eine Spalte braucht, eine Zeile ist es okay, aber das ist halt auch eine Einschränkung. Und genau diese beiden Einschränkungen kann man mit diesem Lateral eigentlich ganz schön umgehen, indem man damit nämlich diese Unterabfrage in die From-Klausel hineinzieht. Und da hat man eben das Problem, dass man in der From-Klausel diese Korrelation nicht haben darf. Also das, was ich hier versuche zu machen, ist in der From-Klausel nicht erlaubt. Außer man stellt eben dann dieses Lateral voran. Also der normale Weg in der From-Klausel ist, diese Join-Korrelation in einer On- oder Using-Klausel herzustellen, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, vor das Subquery lateral zu stellen und damit ist diese Korrelation wieder erlaubt. Und die beiden Einschränkungen gelten nicht. Ich kann beliebig viele Spalten selektieren und beliebig viele Zeilen rausholen. Und ich habe auch die ganz normale Join-Semantik. Also ich kann entweder einen Inner-Join haben oder einen Outer-Join. Das heißt, je nachdem, ob mir diese innere Abfrage viele oder gar keine Zeilen liefert, kann ich mir auch aussuchen, was passieren soll. Also im Falle 0 versus mehrere. Ja, da gibt es ein paar syntaktische Anforderungen. Es ist vom Wesen her noch immer ein Join mit all dem, was ein Join so tut. Das heißt, man braucht eine On- oder Using-Klausel, außer natürlich, man macht einen Cross-Join. Dann kann es aber wiederum kein Outer-Join sein. Also eigentlich ist es ein ganz normaler Join. Dieses Lateral-Schlüsselwort muss man auch mehr zu der Unterabfrage zählen. Es gehört syntaktisch zur Unterabfrage, gar nicht so sehr zum Join. Ja, wofür braucht man das? Und jetzt kommt der Fall, den ihr wahrscheinlich alle schon mal hattet. Diese Top-N pro Gruppe abfragen. Wer kennt denn das? Oder wer könnte sich was darunter vorstellen? Also die Top-N-Abfrage im einfachen Fall ist, gib mir das Aktuellste von irgendwas. Die aktuellste Nachricht zum Beispiel. Und das Top-N pro Gruppe heißt, gib mir die aktuellste Nachricht für jeden, weiß nicht, Themenbereich, wenn es Nachrichten sind. Oder was auch immer. Nicht? Also wenn es ein Webshop-System ist, dann könnte das für Produktkategorien die Bestseller sein. Top-N pro Gruppe. Und das ist ein häufiger Anwendungsfall davon, weil durch diese Korrelation kann man dieses Limit hier hineinsetzen in die Unterabfrage. Und durch dieses Lateral wird diese Unterabfrage effektiv für jede Zeile vom vorherigen ausgeführt. Und damit schlägt das Limit auch für jede Zeile vom vorherigen, also für jede Gruppe zu. Das ist das, was man ohne dem Lateral nicht machen kann, weil wenn man dort ein Limit in die Unterabfrage schreibt, dann gilt das global. Da wird die ganze Unterabfrage einmal ausgeführt und nachher wird gejoint. Und so kann man das umdrehen und kann eben diese Top-N-Abfragen pro Gruppe auch so implementieren. Und wenn man dazu den richtigen Index anlegt und anlegen kann, dann kriegt man da auch wirklich gute Performance raus. Das ist die schnellste Art, die Top-N pro Gruppe-Abfrage umzusetzen, wenn es möglich ist, den passenden Index anzulegen. Ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, ist das die erste Wahl. So, wer hätte es schon mal gebraucht? Ja.
doch ein paar. Ja, gibt es auch ein paar andere Use Cases, die sind jetzt nicht so wichtig. Wer hat es nachgeliefert? MySQL. 8.0.14. Also für die, die es nicht wissen, bei MySQL die 8er, der ganze 8er Zweig, der kommt jetzt so in quartalsmäßigen Releases raus, wo es eigentlich in jeder Release irgendwelche Neuigkeiten geben kann. Also er wird jetzt nicht mehr zusammengesammelt und dann auf einmal rausgeschossen, sondern so quartalsmäßig kommen Neuigkeiten. Was ich vergessen habe zu fragen, SQLite irgendwer? Ah, doch auch. Na, sehr gut. Haben wir auch was, haben wir auch was. With oder Common Table Expressions. Wem ist denn das ein Begriff? Aha. Wer hat Angst davor? Einer. Schauen wir es uns an. Das Thema selbst ist gar nicht neu. Es gibt ja nur eine Kleinigkeit, die schon neu ist dieses Jahr, und zwar ist in der Zukunft sogar. Ist mir aber wichtig genug, um es zu erwähnen. Worum geht es? Also WISC gibt es in zwei Varianten, die rekursive und die nicht-rekursive. Ich erkläre euch hier nur die nicht-rekursive, weil den Rest brauchen wir heute nicht. Worum geht es? SQL ist zwar einerseits eine deklarative Programmiersprache, hat aber auch ganz starke Tendenzen vom funktionalen Ansatz, von der funktionalen Programmierung. Das sieht man bei diesen ganzen Unterabfragen, wie es da, wie man ja oft arbeitet mit SQL. Da habe ich ganz unten in der untersten Ebene habe ich eine Abfrage, die liefert eine Tabelle. Und die Tabelle wird dann quasi der Input von der nächsten Abfrage. Nicht? Da sind die Werte im Vordergrund. Die werden normalerweise nicht in Variablen zwischengespeichert. Das ist eher so das funktionale Denken. Da fließen einfach die Daten durch. Und wie das halt so ist, da gibt es ja auch genügend Witze über Lisp, wie viele Klammern man zum Beenden braucht, nicht? Das ist halt relativ schwer, da kommt viel aufs Formatieren an und man muss sich zuerst einmal an den Kern heranarbeiten und dann von dort herausarbeiten, um zu verstehen, was dieses Query eigentlich tut. Also es kann ein bisschen, sagen wir es, unangenehm sein. Also wenn das ein Query ist, das wer andere geschrieben hat, das einmal zu durchschauen. Vor allem, bis man die oberste Zeile versteht, da muss man eigentlich schon den ganzen Rest verstanden haben. Und das ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unglücklich. Viel besser wäre es, wenn das irgendwie eine Richtung vorgegeben wäre. Wenn der Entwickler so eines Queries den zukünftigen Entwicklern da sagen könnte, okay, zuerst muss man das verstehen, dann das. Und das geht jetzt, nämlich mit dieser With-Klausel. Die sind im Wesen auch nur Statement-Scoped Views. Wer kennt Views? Create View, na, das Konzept kennt so im Wesentlichen jeder. Also eine abgespeicherte Abfrage, nicht die Daten werden gespeichert, nur die Abfrage wird gespeichert unter einem Namen, sodass man nachher darauf zugreifen kann, als wäre es eine Tabelle. Und letztendlich wird dann diese Abfrage einfach nur dort eingefügt, wo sie quasi erwähnt wird. Und bei Create View legt man sowas persistent im Schema an, das heißt, das legt man an, dann kriegt man OK zurück und dann später kann man darauf zugreifen, auch andere. Bei WIS ist das eigentlich das Gleiche, nur dass es eben nicht persistent ist und nicht global, sondern eben Statement-Scoped. Es wird nur einen einzelnen Statement vorangestellt. Die Syntax fängt eben hier mit dem with, mit dem neuen Schlüsselwort an. Wenn man da hinschreiben würde create view, dann ist die Syntax eh die gleiche. Das ist der Unterschied. Statt create view sagt man with. Dann kann man diesem view einen Namen geben, oder muss man einen Namen geben, dann kann man den Spalten, die da rauskommt, einen Namen geben und dann kommt nach S die Definition in Form eines Queries. Das ist wirklich wie die CreateView-Syntax. Der Hauptunterschied ist eben, dass es dann nicht endet mit Strichpunkt. Sondern hier war ich sogar so frech und habe hier ein Komma hingesetzt und das heißt, da kommt jetzt noch so ein Statement-Scoped-View, den habe ich B genannt, wieder Spaltendefinition und ein Query dahinter. Da kann ich jetzt schon den vorher definierten sogar sehen. Die Sichtbarkeitsregeln sind so definiert, dass vorher definierte schon im Sichtbarkeitsbereich liegen. Wichtig. Nachdem ich dort noch ein Komma am Schluss habe, kann ich da auch noch eine dritte solche Common Table Expression, CT ist da die gängige Abkürzung, anfügen. Ja, und das implizite Fehlen des Kommas heißt dann jetzt, okay, jetzt bin ich fertig mit dieser With-Klausel, jetzt kommt die Hauptabfrage und die kann jetzt alle diese Views sehen, A, B, C und kann damit machen, was sie will, mehrfach zugreifen oder was auch immer. Und der Schmähs, jetzt kann man es dann, wenn man es richtig gemacht hat, einfach von oben nach unten lesen und muss nicht mehr zuerst einmal parsen, wo ist das Innerste und sich von dorthin herausarbeiten. Das können jetzt eigentlich eh schon alle Open Source Datenbanken seit so ein, zwei Jahren. Aber sprechen wir über Postgres. Postgres kann das auch schon relativ lang, wie wir dann in dem Slide sehen werden. Allerdings hat es so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, einen unangenehmen Seiteneffekt.
Also wenn man zum Beispiel diese Abfrage sich hier anschaut, da habe ich so eine Common Table Expression da oben definiert, die fragt einfach alles von einer Tabelle ab und die Hauptabfrage geht dann auf diese Common Table Expression und filtert nach irgendwas. Und das Problem, was Postgres hier hat, vor 12, das ist die kommende Release, ist, dass es eigentlich diese Unterabfrage zuerst ausführt. Das sieht man dann da. Das heißt, er führt zuerst das Select Stern from News durch und liest da halt die komplette Tabelle, und das sind jetzt in meinem Fall halt 10 Millionen, und wendet dann den Filter an. Und dann bleiben letztendlich über in dem Beispiel 6370. Wenn es da jetzt einen Index gäbe auf dieser Tabelle, auf dieser Spalte, würde er nicht verwenden. Ist also so gesehen relativ dämlich. Wenn man das allerdings als Subabfrage macht, als Unterabfrage, dann checkt er das sehr wohl. Dann mergt er das quasi und kann auch den Index verwenden. Und wir sehen eigentlich, also er verwendet den Index und er findet von Anfang an nur die 6000 Zeilen. Das heißt, das wären nett 10 Millionen Zeilen geladen und dann de facto wieder alle weggeschmissen. Das war halt diese Differenz. Es ist nicht exakt gleichwertig zur Laufzeit in Postgres vor 12. Und das ist ganz genau die Änderung, die wir da jetzt haben. In Postgres 12, und das ist bitte die nächste Release. Da haben wir jetzt Beta 3 gerade gekriegt diese Woche. Und ja, weiß ich nicht, also September, Oktober, wer weiß, so in der Größenordnung kann es dann rauskommen. Dort ist jetzt eingebaut, dass es A, einmal eine Heuristik hat zu entscheiden, soll ich das jetzt eigentlich zusammenführen, so wie es andere Datenbanken machen, oder soll ich das separat voneinander ausführen. Die Heuristik ist relativ einfach, wenn nur einmal darauf zugegriffen wird, auf diese Common Table Expression, dann merge ich das zusammen und habe dann das Problem, was ich vorher gezeigt habe, nicht mehr. Wenn mehrfach darauf zugegriffen wird, dann macht das andersrum. Das ist eine relativ einfache Heuristik, aber ganz interessant, man kann sich das jetzt auch selbst aussuchen, indem man da diese Not Materialized Syntax dazu verwendet, sagt man entweder mach es so oder mach es eben nicht so, da kann man es sich explizit aussuchen. Das heißt, diese eine große Einschränkung, die Postgres da eigentlich hatte, ist jetzt dann ab 12 nicht mehr da. Das zeigt jetzt wirklich nur an, wann diese WIS-Syntax überhaupt geht. Da sehen wir, also Postgres kann das schon sehr lang, seit 2009. Und jetzt 10 Jahre später wird dieser kleine Batschen gefixt. Der übrigens wirklich sehr Postgres-spezifisch ist, bei den anderen Datenbanken eigentlich nie so war. Gut, das waren ein paar Features aus dem Jahre 1999. Da waren wir. Jetzt kommen wir. Nächstes Jahr, 2003. Da gab es auch einen SQL-Standard. Der war jetzt, muss ich sagen, nicht so ganz beeindruckend. Schon ein paar Sachen drinnen, sehen wir dann aber, naja, Boolean. Boolean. Wer kennt Boolean? Wer kennt Boolean in Datenbanken? Mhm. Wer wittert hier eine Fangfrage? Ja, Boolean-Tests. Also zuerst einmal, Boolean in SQL ist so eine Sache. Nicht? Also Boolean würde ja sagen zwei Werte, Boolsche Logik. In SQL haben wir halt drei. Nehmen wir nicht so genau. Da gibt es also True, False und Unknown. Eine dreiwertige Logik, die hier von SQL verfolgt wird. Auch schon seit immer übrigens. Das mal so als vorausgeschickt. Was jetzt dieses Feature ist, Boolean Tests, ist, dass man so ähnlich wie is null, kann man eben explizit auf alle diese drei Wahrheitswerte prüfen. Man kann also sagen is mit optional not und dann True, False oder Unknown. Das schaut jetzt nicht sehr beeindruckend aus, ich muss auch sagen, ist es nicht, aber ich zeige euch natürlich meinen Lieblingsanwendungsfall davon. Da haben wir nämlich auch gleich wieder einen Check-Constraint drinnen. Wenn man zum Beispiel, ich habe hier eine Preistabelle, wo ich auch eine Historie, einen Gültigkeitszeitraum festlege. Das kann sehr nützlich sein, wenn man zum Beispiel sagt, ab morgen oder ab nächsten Monat gelten andere Preise. Dann könnte man das zum Beispiel so designen, dass man da eben einen Gültigkeitszeitraum hat bei jeder einzelnen Zeile von bis. Und dann ist die Frage, naja, wie drückt man das bis aus, wenn man quasi sagt, auf unbestimmte Zeit? Ich finde da eigentlich ganz nett, dass man da den Nullwert nimmt, weil dafür ist er irgendwie da, das wissen wir einfach noch nicht. Und dann wird es aber auch schon interessant, wenn man sich diesen Check-Constraint zum Beispiel anschaut. Also ich sage da jetzt, das From-Datum muss auf jeden Fall kleiner sein als das To-Datum. Also dasselbe geht da auch schon nicht. Das ist auch schon wieder so eine Anwendung von einem Check-Constraint. So weit, so gut. Aber wie queriert man jetzt solche Tabellen? Wie finde ich da jetzt den Preis, der jetzt gerade gültig ist? Und das, was die meisten Leute da machen, ist sich so rumkratzen mit relativ viel Oders und Is0 und so weiter herumdoktern, was eigentlich gar nicht nötig ist.
Weil die dreiwertige Logik von SQL sorgt dafür, dass ein jeder Vergleich mit dem Nullwert ist weder wahr noch falsch, sondern unknown. Dafür haben wir diesen dritten Wert. Das heißt, wenn ich eine Where-Klausel habe und zum Beispiel sage, okay, das from muss kleiner sein als das current date und das valid to muss kleiner gleich sein als das current date, dann habe ich da jetzt, wenn das valid to ein Nullwert ist, dann wird mir das Ergebnis dieses Vergleichs hier unknown, nicht false. Die Where-Klausel erfordert allerdings true. Sie nimmt nur Zeilen an, bei denen das Ergebnis auch true ist. Und da kann man jetzt eben dieses is not false verwenden. Also ich möchte alle Zeilen nehmen, bei denen das entweder true ist oder unknown, not false. Und das ist eigentlich, wenn man mal ein bisschen das sickern lässt, eine sehr, sehr elegante Lösung auszudrücken. Ich hätte da gern, also es muss entweder stimmen oder es muss unknown sein letztendlich. Da braucht man kein oder, da ist einfach is not false. Muss man sickern lassen, glaube ich. Ja, das kann man mit Boolean-Tests machen. Ist jetzt, wie gesagt, nicht das Killer-Feature. Hat aber SQLite kürzlich eingeführt. Na, immerhin. Da sieht man ganz deutlich, je weniger man zahlt, desto mehr kriegt man. Gut, aber jetzt kommen wir zum echten Killer-Feature, zum Game-Changer in SQL aus den vorigen 10 Jahren, aus der vorherigen Dekade. Weil da sind wir jetzt im Jahr 2003. Die Over-Klausel. Wer kennt die Over-Klausel? Was? Wirklich ganz deutlich, ordentlich hoch. Wer kennt die Over-Klausel? Okay. Gott sei Dank bin ich da. Andere Frage. Wer hat SQL auf seinem Lebenslauf so als Skill stehen? Ihr riecht schon wieder die Falle, gell? Ja. Also ganz ehrlich, wer... Also Window-Funktionen heißt dieses Feature, das syntaktische Schlüsselwort, mit dem alles anfängt, ist die Oberklausel. Wer das nicht kennt, kennt SQL nicht. Der mag vielleicht SQL 92 kennen, aber das SQL, wie wir es heute haben, kennt ihr nicht, wenn ihr dieses Feature nicht kennt. Darum zeige ich es euch. Das Problem, das man damit attackiert hat, ist, dass man im früheren SQL, da hat man zwei Konzepte vermischt, die eigentlich, wie sich dann herausgestellt haben, auch unabhängig voneinander sinnvoll angewendet werden können. Und diese zwei Konzepte sind zum einen das Zusammenfassen von Zeilen, die irgendwas gemeinsam haben, irgendwelche Spalten gemeinsam. Das kann man in SQL umsetzen durch Group By, aber auch durch Distinct. Nicht? Distinct ist quasi, wenn alle Spalten denselben Wert haben. Das ist das eine Konzept. Und das andere Konzept ist die Verwendung von Aggregatfunktionen, wo Summe, Min, Max, Count und so weiter. Und ihr wisst vielleicht, wenn man eine Aggregatfunktion verwenden will, dann braucht man ein Group By. So war das. Ich habe euch das noch anders dargestellt, so Matrixformmäßig. Diese zwei Koordinaten, nämlich Zusammenfassung von Zeilen, habe ich auf der einen Achse und Aggregate auf der anderen Achse. Das heißt, wenn wir uns da mal die Achse anschauen, Zeilen zusammenfassen, die eine Möglichkeit, wie man das machen kann, ist mit Distinct. Also wenn alle Spalten denselben Wert haben, werden sie quasi durch eine einzelne ersetzt. Und auf der anderen Achse, Aggregate, da kann man eben das Group By machen. Da kann man sich aussuchen, welche Zeilen den gemeinsamen Wert haben müssen, damit sie zusammengefasst werden. Und dann darf man auch Aggregate verwenden. Und die Frage ist, ja, was ist da? Bitte? Over, eben. Aber gehen wir es langsam an. Weil SQL war natürlich auch, SQL 92 war zu ein bisschen vollständig eigentlich. Wenn man das Ganze in SQL 92 löst, ist es auch einfach, weil da gibt es ein wunderbares Konzept, Composability. Es ist einfach herrlich. Man kann Lego-artig mäßig alles zusammenstöpseln. Jedes Problem ist lösbar. Das ist die typische wissenschaftliche Antwort. Das Problem ist lösbar. Was heißt das? Also wenn man das einerseits einmal ohne Aggregat haben möchte, die Rohdaten, dann fangt mal damit an, die zu selektieren. Und wenn man dann daneben zum Beispiel noch eine Summe haben möchte, kein Problem, da kann man ja einen Self-Join machen. Einfach das da reinklatschen, dann hat man einmal die Rohdaten und dann auch noch die aggregierten Daten nebeneinander, die kann man verjoinen und dann kann man sich die auch nebeneinander ausgeben lassen. Composability, Lego, wer mag Lego nicht? Ich meine, ist doch eh super, nicht? Jo. Das Problem ist lösbar, ist zwar eine wissenschaftlich sehr nette Antwort, aber in der Industrie, und ich habe mehr den industriellen Hintergrund, ja, mühsam, langsam, nicht schön, nicht schnell. Ja, das Problem ist lösbar, ist so die Antwort von wegen, leck mir am Arsch in Wirklichkeit. Also, verzeiht mir den Ausdruck, aber ja. Und
Das war eben der große Game Changer mit SQL 99. Da ist das Ganze dann mehr industriegetrieben, zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt, Jahrzehnte später quasi, hat man sich da mehr darauf eingelassen, okay, Wissenschaft, relational, voll super, aber wir brauchen auch ein bisschen praktische Lösungen. Und eine davon ist eben diese Oberklausel- oder Window-Funktionen. Das ist jetzt die aktuelle Lösung für dasselbe Problem. Da hat man jetzt keine Unterabfrage mehr. Aber um das zu verstehen, nehme ich mir noch ein paar Slides Zeit für euch. Fangen wir mal damit an. Ich habe da jetzt eine Abfrage, ganz einfach, zwei Spalten von irgendeiner Tabelle. Und auf der anderen Seite zeige ich euch, wie könnte das Ergebnis dieser Abfrage ausschauen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Komma. Ich bin hier in der Select-Klausel und schreibe hier ein Komma. Das heißt, es folgt hier jetzt erst einmal eine neue Spalte. Das ist alles. Es ändert sonst nichts. Es ist einfach nur eine Spaltendeklaration. Und wenn ich da jetzt eine Aggregatfunktion verwenden will, dann kann ich das machen. Und jetzt eben auch ohne, dass ich dadurch gezwungen bin, eine Group-By-Klausel ans Ende zu stellen. Stattdessen brauche ich natürlich eine andere Möglichkeit, um zu sagen, über welche Zeilen soll denn jetzt das Aggregat angewendet werden. Und da haben wir es schon im Namen stecken. Über welche Zeilen? Over. Das heißt, unmittelbar hinter der Aggregatfunktion, das ist ein Ausdruck, folgt jetzt diese Over-Klausel. Und der Sinn dieser Over-Klausel ist einfach zu deklarieren, über welche Zeilen diese eine Aggregatfunktion, die jetzt genau nur eine Spalte berechnet, angewendet werden soll. Und sogar die leere Oberklausel, wie ich sie da stehen habe, ist auch syntaktisch gültig und heißt letztendlich über alles. Das heißt, bei dieser Abfrage kriegt man tatsächlich eine neue Spalte und da steht überall die 6000 drin, weil 6 Zeilen zu 1000 sind. Summe über alles. Aber natürlich kann man damit auch nützlichere Sachen machen. Das ist der Sinn der Sache, in diese Klammern kann man Sachen reinschreiben. Und die eine Sache, die man da reinschreiben kann, ist Partition by. Und das macht letztendlich eine Unterteilung dieses Ergebnisses, ähnlich wie es Group By tut, nach selben Werten in dieser Depp-Spalte, die ich da jetzt habe. Das heißt, das Ganze wird jetzt so eingeteilt und die Summe wird dann jeweils nur innerhalb einer Partition ermittelt und unterscheidet sich dann dadurch auch eben von Partition zu Partition. Warum man da Partition By und nicht Group By genommen hat, ich weiß es nicht, ist so. Frage? Kann man bitte wie? Hier sind allgemeine, also ja, allgemeine Ausdrücke. Die, im Wesentlichen dieselben Regeln wie bei Group By. Eben. Ja, das ist jetzt nur eine Art, das zu machen. Dieses Partition By ist die Grundfunktionalität eigentlich. Das Interessante daran ist, man kann sehr leicht Grenzen einziehen in diesen Datensets, die unüberwindbar sind. Innerhalb dieser Summenfunktion kann es kein Übersprechen zwischen den Partitionen geben. Perfekte Isolation. Da schreibst du einmal rein, deklarierst und brauchst da keine Gedanken mehr drüber machen. Aber das ist natürlich nicht alles. Das wirklich Spannende kommt nämlich jetzt. Man kann in diese Over-Klausel auch Order by reinschreiben. Jetzt könnte man sich wundern, da habe ich gerade Summe gehabt, Summe, Order by. Ich weiß nicht, 1 plus 2, 2 plus 1, für meine Verhältnisse ausreichend ähnlich die Ergebnisse. Warum würde man da was sortieren wollen? Und das ist eben der Punkt. Es geht gar nicht darum, dass man da irgendwas sortiert für den Zweck, weil 1 plus 2 was anderes wäre als 2 plus 1. Alle diese Aggregatfunktionen, die ihr noch aus SQL 92 kennt, 5 sind Sum, Min, Max, Average und Count, die sind allen wurscht die Reihenfolge. Worum es geht, ist eben, wir sind hier in der Over-Klausel. Bei der Over-Klausel geht es vorrangig darum zu definieren, über welche Zeilen das Aggregat angewendet werden soll. Der primäre Nutzen von dieser Over-Klausel ist mehr das Framing als das Ranking. Die meisten erklären zuerst das Ranking und dann das Framing. Ich drehe das Ganze um, weil das ist so wichtiger. Schauen wir uns dieses Framing an. Wiederum eine einfache Abfrage plus das Ergebnis, das sie vorläufig liefern könnte. Und das sollen jetzt so quasi Transaktionen sein, kann man sagen, auch Banktransaktionen, nicht mal Einzahlung, Abhebung. Und was ich da jetzt umsetzen möchte, ist eine weitere Spalte, wo ich quasi die fortlaufende Summe sehe. Wie viel habe ich denn jetzt auf dem Konto? Und wenn ich da chronologisch anfange und mit 0 ausgehe, dann fängt das erste an, okay, wenn ich 10 reingebe, dann ist das 10. Wenn ich dann noch 20 dazugebe, gibt es 30 und so weiter und so weiter. Und dann haben wir den Endwert 20 mit den ganzen Abhebungen und so weiter. Und das würde ich jetzt gerne umsetzen. Und nur um euch zu
zeigen eigentlich, was ist dieser Unterschied? Altes Denken in SQL und modernes Denken in SQL. Zuerst die Lösung, die man mit SQL 92 gemacht hätte. Eine der Lösungen. Da gibt es auch mehrere Lösungen. Man kann hier natürlich wiederum so eine skalare Unterabfrage nehmen, weil man braucht ja wirklich nur einen Wert pro Zelle und kann dort einfach alles aufsummieren, was davor war. Da haben wir es wieder. Composability. Herrlich, nicht? Da haben wir aber auch gewisse Probleme, weil man Redundanzen dadurch hat. Wenn man diese Abfrage richtig haben möchte, dann müsste man vielleicht noch eine Account-ID in beiden Abfragen berücksichtigen. Und schneller wird es auch nicht. Aber das Kernproblem, was wir hier haben, ist diese Bereichsbedienung. Kleiner gleich. Das ist nämlich der Grund, warum man das mit dem, was ich euch bisher gezeigt habe, noch gar nicht mit der Oberklausel umsetzen kann. Weil mit dem Partition by kann ich nur mit ist gleich abgrenzen. Gleiche Werte, wie bei Group by. Da habe ich aber jetzt kleiner gleich. Darum kann man das mit Partition by nicht umsetzen. Deswegen brauchen wir order by. Schauen wir es uns an. Also es fängt wieder, das Komma bitte nie übersehen. Es geht einfach nur um die Definition einer weiteren Spalte. Und wenn wir eine Aggregatfunktion verwenden wollen, Summe, dann machen wir das. Und wenn wir keine Group-By-Klausel haben wollen, dann schreiben wir einfach Over hinter nach. Und in die Oberklausel, da fängt es jetzt an. Liebe Datenbank, ich werde gleich Begriffe wie vorher und nachher verwenden. Und damit vorher und nachher einen Sinn ergibt, müssen wir uns zuerst eine Reihenfolge definieren. Da ist sie. Das ist einmal der Grund, warum wir da Order-By hinschreiben. Und jetzt, liebe Datenbank, ich würde diese Aggregatfunktion bitte anwenden auf alle Zeilen, die sind zwischen unbounded preceding, unbegrenzt davor, und der aktuellen Zeile. Und wenn die Datenbank sich das dann später anschaut, dann sagt sie, okay, bei der ersten Zeile, wenn sie die gerade berechnet, dann sagt sie, okay, also unbounded preceding ist die erste Zeile, current row ist auch die erste Zeile. Das heißt, jetzt wird diese Aggregatfunktion nur über die eine allererste Zeile angewendet und wenn ich 10 aufsummiere, dann kommt da 10 raus. Und in der nächsten Zeile ist unbounded preceding noch immer ganz oben, aber das current row, das hat sich verändert. Das ist jetzt die zweite Zeile. Und wie das so ist bei between und SQL, die Enden sind immer inklusive, das heißt, diese zwei Zeilen werden selbst auch mit berücksichtigt und da hast du schon wieder deine fortlaufende Summe. Das ist alles. Das war's. Nur einen Fehler habe ich gemacht. Nur einen. Ich habe nämlich deine Einzahlungen, ja, deine, mit deinen Abhebungen vermischt. Ganz blöd. Ich habe da nämlich nirgends irgendwie so eine Kontonummer oder so. Habe ich da jetzt nicht so richtig drinnen. Nicht? Aber kein Problem, weil man kann das ja alles wunderbar kombinieren. Wir haben ja noch immer die Möglichkeit, wenn ich da jetzt die Account-Spalte mit berücksichtige, zusätzlich zu sagen Partition by. Und dann gilt dieses ganze Aggregierungsframework immer nur innerhalb einer Partition. Perfekte Isolierung, da kann man nicht draus ausbrechen, innerhalb dieser einen Oberklausel. Sache erledigt. Keine Übersprechen mehr zwischen Accounts und Ähnlichem. Ja, nimm dir Bierdeckel, gerne auch mehr. Es gibt auch Sticker und Plätze haben wir da auch noch. Updated, ist nicht das vom letzten Jahr. Na? Die wichtigen Sachen mache ich noch einmal natürlich. Ja. Gut, und das ist jetzt dann der zweite Anwendungsfall von dieser Oberklausel. Das erste war das Framing, wo man eben das Ganze einschränkt. Welche Zeilen möchte ich aggregieren? Und der zweite Anwendungsfall ist eben dann dieses Ranking. Da macht es halt auch Sinn, dass man irgendwie eine Reihenfolge festlegt. Das heißt, es gibt da jetzt eine Handvoll neuer Funktionen, das sind die da oben. Zack, zack, zack. Und wenn man das als Input dahergibt, A, B, B, X, Row Number nummeriert Zeilen durch, 1, 2, 3, 4. Rank und Dense Rank macht so eine Rangreihenfolge, wo halt der gleiche Wert, wenn ich da zweimal B als Input gebe, kriege ich auch den gleichen Wert daraus. Dann stellt sich allerdings die Frage, wer ist der Nächste? Und der eine definiert das halt so und sagt, naja, wenn der vorherige Rang 2 war, dann muss der nächste logischerweise 3 sein, das ist das Dense Rank. Während der Rank, der sagt, naja, wenn vor mir 3 Zeilen sind, dann muss ich der vierte sein. Das ist der Unterschied. Dann gibt es halt noch ein paar andere, Percent Rank, QMDs. Ja, kann man verwenden, sind im Wesentlichen da. Also wirklich, Aggregatfunktionen ohne Group By. Das ist so das Killer-Feature, was man mit diesen Over, mit diesen Window-Funktionen, wie das heißt, umsetzen kann. Andere Anwendungsfälle, gleitende Mittelwerte. Schaut euch das an. Rows between, 3 preceding and 3 following. Also bis zu 7 Zeilen werden hier aufaggregiert.
Kannst auch vorläufig, nachläufig machen, nicht? Also von mir ist three preceding, null following, also oder ja. Ein anderer Anwendungsfall, Top N pro Gruppe hatten wir vorher schon, gell? Mit Lateral. Da habe ich gesagt und ganz kryptisch formuliert, wenn man den Index anlegen kann, der dafür nötig ist, das geht nicht immer, dann ist das die beste Lösung. Daraus folgt die Frage, was ist die beste Lösung, wenn das nicht möglich ist? Tada, eine Window-Funktion. Nämlich, man nummeriert letztendlich die Zeilen durch, aber partitioniert pro der Gruppe, die man haben möchte. Dann wird in jeder eigenen Partition 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 durchgezählt. Und dann kann man außerhalb alle, die kleiner gleich 3 sind, herausfiltern. Und dann hat man die ersten 3 pro dieser Partition, in dem Fall heißt es da. Das ist dann die nächstbeste Lösung für das Top-N pro Gruppe am Problem. Und ganz generell, Self-Joins. Reden wir über Self-Joins. Wer kennt Self-Joins? Mhm. Wer glaubt, Self-Joins sind wichtig? Mhm. Also wer es glaubt, der steckt eigentlich noch im SQL 92-Denken drin. Es ist nämlich so, wenn man sich rein relational, nur mit relationalen Transformationsoperationen, also Joins auf gut Deutsch, wenn man nur damit arbeitet, dann sind Self-Joins unvermeidbar. Die sind ganz, ganz viele Probleme, wofür die Lösung, die Standardlösung ein Self-Join ist, gibt es halt in SQL 92, im relationalen Denken. Aber genau für diese Sachen hat SQL dann später bessere Lösungen nachgeliefert. Eine davon ist zum Beispiel die Window-Funktionen, Oberklausel. Wer heutzutage noch Self-Joins verwendet, ja, sagen wir so, man soll sich ein bisschen dreckig fühlen. Nachher Hände waschen kann nicht schaden. Self-Joins sind wirklich so ein Symptom, dass man noch im falschen SQL, also von vor über 25 Jahren drinnen steckt. Denkt an meine Worte. Nicht jeder Self-Join ist falsch, nur 95% aller Self-Joins. Ja, unzählige andere Anwendungsfälle. Also da kann man nicht nur, da kann man Tage drüber reden, was man mit dieser Oberklausel alles anstellen kann. Und da haben wir eben jetzt, wer hat das jetzt nachgeliefert? Da ist es jetzt dann plötzlich schnell gegangen. Also man sieht, dass da relativ lang hat sich nichts getan. Die kommerziellen waren da zuerst, dann ist irgendwann mal Postgres gekommen und dann Stille. Bis jetzt vor 2, 3 Jahren und jetzt sind eigentlich alle da. Das ist jetzt wirklich ein Standard-Feature, kann man in mehr oder weniger jeder halbwegs brauchbaren SQL-Datenbank verwenden, spricht wirklich nichts dagegen. Und jetzt, nachdem ihr es kennt, könnt ihr auch SQL wieder in euren Lebenslauf aufnehmen. Ja, auch beliebt bei diesen moderneren Sachen, bei diesen HIP-Technologien. Also Window-Funktion, das Konzept, nicht unbedingt die Syntax, aber das Konzept ist sehr weit verbreitet. Also das zu kennen und zu verstehen, bringt euch sicherlich weiter in vielen, vielen Fällen. Und da gibt es dann auch eine kleine Eigenheit, die Frame Exclusion. Da bin ich neugierig, wer kennt denn das? Die Exclude-Klausel. Ja, habe ich mir gedacht. Auch 2003 definiert. Also man kann in der Oberklausel, kann man eben nach diesem Order by Between, kann man dann auch noch hinschreiben, Exclude. Und damit kann man einzelne Zeilen aus diesem Frame wieder rausnehmen. Da gibt es genau 4 Möglichkeiten. Das Default ist No Others, also wird nichts rausgenommen. Das bleibt einfach von da bis da, wie man es gesagt hat, und es bleibt dabei. Das heißt, wenn ich da jetzt das Current Row habe ich jetzt hervorgehoben, das ist jetzt die aktuelle Zeile, wenn das 2 ist und ich sage No Others, dann bleibt da mal alles drinnen. Man kann aber eben auch sagen, ich hätte gern die aktuelle Zeile herausgenommen aus dem Ganzen. Nur die aktuelle Zeile, welche auch immer das gerade ist. Man kann auch sagen, Exclude Group. Das heißt, ich hätte gerne alle Zeilen, bei denen der Sortierwert denselben Wert hat wie die aktuelle Zeile. Das sind jetzt da, in dem Fall hat der Sortierwert das X da, was ich da drinnen habe, hat da den Wert 2. Das heißt, alle Zeilen, die jetzt da denselben Wert haben, können da ausgeschlossen werden. Und zu guter Letzt, es gibt auch noch Ties. Also alle mit demselben Wert außer der aktuellen Zeile selbst. Wofür man das braucht, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wird auch noch kommen. Ja, das ist jetzt auch schon ein Weilchen im Standard. Und siehe da, die haben das einfach umgesetzt, die Jungs bei Postgres. Und die Jungs bei SQLite sind nachgezogen. Relativ kurz danach. Da sind jetzt die Anwendungsfälle noch nicht so zahlreich, muss ich gestehen, weil es doch relativ neu ist. Also man sieht auch, die kommerziellen können das nicht. Aber schadet nicht, wenn man es hat. Und dann können wir auch gleich weitergehen. Da war ich jetzt gerade noch im 2003er Standard, dann überspringe ich ein paar. Da gab es 2006 was, 2008 gab es was. Reden wir nicht drüber. 2011. Da wurde nämlich diese Oberklausel nochmal erweitert, um diese Groups Unit.
Über die Units habe ich bisher noch gar nicht gesprochen bei dem. Also alles, was ich bisher hatte, war Zeilen. Rows. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn man da sagt, so Order by, und dann hatte ich immer gesagt, Rows between. Aber dieses Rows, das ist nicht hardcoded. Das ist was, was man einstellen kann. Da konnte man schon immer sagen, also seit 2003, Rows oder Range. Das waren die zwei Möglichkeiten, die man hier hatte. Jetzt zeige ich euch zuerst einmal den Unterschied diesen zweien. Auch sehr wichtig eigentlich. Wenn ich da wieder diese X-Spalte habe, die mein Sortierkriterium ist, also was ich im Order by drin stehen habe, und die aktuelle Zeile eben den Wert 3 hat, dann ist, wenn ich sage, Rows between one preceding and one following, so wie es da steht, dann umfasst mir das eben genau eine Zeile davor, die Zeile selbst und eine Zeile danach, wenn es die dann gibt. Einfach. Das Range ist aber auch einfach und eigentlich sogar oft wichtiger. Beim Range geht es nämlich tatsächlich um die Werte, nicht mehr um Zeilenzahl. Wenn ich da sage, Range between one preceding and one following, dann heißt das, nimm den Wert der aktuellen Zeile, also 3, und dann nimm alle Zeilen, die in dem Wertebereich 2 bis 4 fallen, also aktuell plus 1, minus 1, weil ich da jeweils 1 stehen habe. Das heißt, alle Zeilen, die jetzt in den Wertebereich 2 bis 4 fallen, fallen da in dieses Frame hinein. Jetzt fragt man sich, wofür braucht man das? Das wird ganz, ganz häufig verwendet bei Zeitangaben. Alles der letzten 10 Minuten, der nächsten 10 Minuten. Ein gleitender Mittelwert zum Beispiel eben nicht auf Zeilenbasis, nicht 3 Zeilen vorher, 3 Zeilen nachher, sondern über 20 Minuten zum Beispiel. Wurscht, wie viele Zeilen das jetzt waren in diesem Bereich. Da gibt es auch sehr, sehr viele Anwendungsfälle dafür. Das gibt es schon lange. Und was jetzt dazugekommen ist mit dem SQL Standard 2011, ist die Groups Option. Und das ist ein bisschen ein Mischmasch von beiden. Da geht es um die Anzahl der Distinct-Werte. Also wenn ich da sage, Groups between one preceding and one following, dann heißt das, ein Distinct-Wert davor und ein Distinct-Wert danach. Das heißt, da habe ich jetzt zum Beispiel die 1 noch dabei, weil das ist der nächste Distinct-Wert. Dafür habe ich beide 3,5 drinnen, weil das ist der nächste Distinct-Wert. Da geht es also, das Count-Distinct ist da ausschlaggebend. Ich habe es euch da ein bisschen dazu geschrieben. Also bei Rows ist das Count ausschlaggebend, bei Groups das Count-Distinct und bei Range ist tatsächlich der Wert der Sortierspalte das Ausschlaggebende. Ja, wer kann's? Wow. Ist halt so, ja. Also Postgres und dann kurz danach SQLite. Es hat sich herausgestellt, SQLite fühlt sich angespornt, wenn Postgres irgendwas macht. Ich rede dann noch über Postgres 12. Schauen wir mal. Systemversionierung. Auch so ein wichtiges Feature aus dem 2011er Standard. Wer kennt denn das? Aha. Das ist auch so etwas, das braucht eigentlich jeder. Jeder. Wer hat Kunden bei seinem Unternehmen? Jeder, der Kunden hat, braucht das. Ist ganz einfach. Ich zeige euch, worum es geht. Traditionell Insert, Update, Delete und Merge, wenn man das auch hat, die sind insofern destruktiv, als dass die alte Version der Daten einmal futsch ist. Und das möchte man nicht immer. Manchmal möchte man eben so eine Historisierung haben. Da möchte man wissen, was war denn vorher. Und genau darum geht's. Man kann also jetzt Systemversionierung aktivieren, und zwar auf Tabelle pro Tabelle Basis. Ich kann sagen, bei der Tabelle hätte ich es gerne, aber bei der nicht. Und es geht so, das ist ja alles sehr deklarativ, das heißt in der Tabellendeklaration, in der Definition, da muss man zuerst einmal so einen Gültigkeitszeitraum festlegen in Form von Spalten. Da definiert man zwei Spalten, ich habe da jetzt Start-TS und End-TS genommen. Das sind grundsätzlich normale Spalten mit irgendeinem Timestamp-Typ, aber man delegiert das Verwalten dieser Spalten an die Datenbank. Generated always as, und dann sagt man beim einen Row Start, beim anderen Row End. Damit müssen wir uns nicht mehr darum kümmern. Es ist nämlich Systemversionierung. Das System soll sich darum kümmern. Das sind aber jetzt zwei unabhängige Spalten voneinander. Die muss man dann noch zusammenfassen, damit man unter einem Namen darauf referenzieren kann. Das nennt man dann Periode. Das ist eine formale Notwendigkeit. Und dann muss man das Ganze einfach aktivieren. With System Versioning an End und dann geht's los, bang. Man erwähnt diese Spalten nicht, weil man hat das Verwalten dieser Spalten an die Datenbank delegiert. Outsourcing. Wer liebt Outsourcing? Eben. Einfaches Outsourcing. Datenbank, kümmere dich drum. Die Datenbank setzt es, weil wir haben gesagt, generated always as Row Start und Row End. Das heißt, sie setzt einmal den Startzeitpunkt jetzt, schaut auf die Uhr. Beim End steht irgendein großer Wert drin, aber mir ist null lieber, drum lasse ich das da so. Und wenn man dann ein Update drauf macht, Magie. Es bleiben zwei Zeilen da.
Es werden halt einfach diese Gültigkeitsbereiche so gesetzt, dass es logisch stimmt. Das heißt, die alte Version, wenn ich das um eine Stunde später laufen lasse, hat dann ein Enddatum. Dafür gibt es eine neue Version, die erst ab da gilt. Und logischerweise, wenn man das Ganze löscht, ist nichts weg, alles noch da, nur halt das Enddatum ist entsprechend gesetzt. Und wenn man dann aus dieser Tabelle selektiert, nachdem das gelöscht wurde, dann sieht man nichts. So wie früher. Wenn es das löscht, ist weg. Vorläufig. Ganz einfach. Genau, wenn man es nicht selektieren kann, wofür dann aufheben? Ist irgendwie so der weitergedachte Gedanke. Genau, deswegen gibt es dafür, meine Antwort quasi, deswegen gibt es dafür eigene Syntax. Und nachdem das eben auf Tabellenbasis ist, man sucht sich aus, bei der einen Tabelle hätte ich es gern, bei der anderen nicht, muss man es auch bei der Tabelle angeben. Da machen wir das. Das heißt, nach dem T habe ich hier jetzt eine neue Klausel, da sage ich vor, dieses System Time ist der Name dieser Periode, die wir da festgelegt haben, vor System Time S off, und da sage ich, ja, jetzt 10.30 Uhr. Und dann kriege ich das so, als wäre es jetzt 10.30 Uhr. Das heißt, einerseits ist es weitgehend transparent. Das ist eine Schlüsselidee da dahinter. Die Schlüsselidee ist, dass man die Applikation nicht umschreiben muss. Es ist delegiert. Das Einzige, was die Applikation mitkriegt, ist, dass es diese zwei neuen Spalten gibt. Das heißt, wenn ihr Select Stern sagt, dann kriegt ihr die Spalten auch. Manche Datenbanken bieten euch die Möglichkeit an, sie zu verstecken. Aber grundsätzlich sind sie da. Und wenn man ganz normal damit arbeitet, dann ändert sich eben vorläufig nichts. Und wenn man auf die alten Daten drauf zugreifen will, dann gibt es halt jetzt Syntax, wie zum Beispiel hier, for System Time S off, oder kann man auch sagen, for System Time between, und kann sich halt mehrere Sachen raus selektieren und so weiter und so weiter. Alles da. Frage? Kriegt man das auch mit Alter Table nachträglich? Ja, natürlich. Welche Datenbank verwendest du? Ui! Frage? Ja, leider nicht. Tut mir leid. Also die Frage ist, geht das auch mit Schemaänderungen? Und ich muss sagen, ich war der größte Fan von dem, wie das rausgekommen ist. Und das war auch schon das Peak quasi. Das ist nur noch bergab gegangen, je mehr praktische Erfahrungen man damit sammelt. Eine der Einschränkungen ist, wenn man das Ganze aktiviert hat, dann sagt der SQL-Standard, kann man kein Alter mehr auf die Tabelle machen. Eine geringe Einschränkung, nennen wir es mal so. Es ist aber jetzt so, dass die Hersteller auch noch, die haben dann schon Lösungen dafür. Es ist nur so, dass der SQL-Standard keine echte Lösung dafür hat. Also der SQL-Standard sagt nämlich, gut, dann dreh das System Versionierung ab, mach deine Änderung und dann dreh es wieder auf. Das geht auch. Ja. Man muss sich dann halt händisch darum kümmern, was trage ich in die Zeilen ein, die früher da waren. Das ist das, was man im Standard nicht beantworten konnte. Die Hersteller allerdings, also alle, die hier eine Lösung anbieten, die bieten auch eine Lösung für dieses Evolutionsthema an. Die sind halt nur alle ein bisschen unterschiedlich. So, eine Frage war noch dort. Ja, auch das, GDPR, tut mir leid. Also die Frage war, wie kann ich dann die Daten wirklich loswerden? Auch dafür hat der SQL-Standard keine Antwort. Die Vendoren dann sehr wohl. Also zum Beispiel, wenn ich da jetzt an MariaDB denke, weil Open Source, wenn ich mich recht erinnere, ist jemand von MariaDB zufällig hier? Ja. Also wenn ich mich recht erinnere, gibt es dort eine Rolle, mit der man dann auch diese alten Sachen nuken kann. Aber wenn man sich rein nur aus SQL-Standard sich das Ganze anschaut, ist das Ganze nicht DSGVO-kompatibel. Also wie gesagt, es war dann schon ein Abfallen nach dem ersten Hype quasi. Ja. Vielleicht wird da auch einmal nachgearbeitet. Gut, was ich euch eigentlich zeigen möchte, weil wenn man da jetzt nochmal zurückschaut, das war 10.3, das war schon letztes Jahr, das entspricht streng genommen nicht ganz meinem Selektionskriterium, aber ich möchte euch noch was anderes zeigen. Das war nämlich die Systemversionierung. Es gibt da noch was anderes, die sogenannte Applikationsversionierung. Weil bei der Systemversionierung wird immer die Systemzeit herangezogen, kann ich nichts ändern. Das hat auch so einen Audit-Charakter, nicht? Da kann man nichts fälschen und so weiter. Die Frage ist, was ist, wenn ich diese Zeiten vorgeben möchte? Erinnert ihr euch an die Preistabelle von vorher, wo ich auch so ein Von-Bis hatte und das Beispiel gesagt habe, Preisänderung ab nächsten Monat? Das geht mit Systemversionierung nicht. Da kann ich nichts vorauseilend eintragen. Dafür haben wir die Applikationsversionierung. Da muss sich die Applikation darum kümmern, diese Daten, diese Grenzdaten zur Verfügung zu stellen, weil es eben nicht die Systemzeit ist. Und da ein kleines Feature davon, das ist ein riesen Feature-Komplex, ein kleines Feature zeige ich euch, nämlich das For Portion Off.
Da hat man wieder zwei so von bis Zeiten, allerdings eben diesmal ohne diese Generated-Klausel, weil man sich ja eben sich selber darum kümmern möchte. Fasst man wieder zusammen, jetzt muss man sich darum kümmern beim Insert. Da sage ich, okay, also da habe ich jetzt eine neue Zeile und die gilt von 10 bis 12. Super. Aber das Neue ist jetzt dann, beim Update kann man wiederum nach dem Tabellennamen, weil es ja eine Tabellenkonfiguration ist, kann man sagen, ich würde dieses Update durchführen, aber nicht für alles, sondern nur für diesen Zeitbereich von 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Diesen Satz, der 10 Uhr bis 12 Uhr war, also 11.30 Uhr. Ja. Und dann habe ich tatsächlich plötzlich drei Zeilen in der Tabelle. Da brauche ich mich also nicht darum kümmern, um vorher reinzuschauen, was ist schon da und mir dann auszuknobeln, was muss ich jetzt reinschreiben, damit das nachher stimmt. Da kann ich eben sagen, ich würde gerne für den Zeitbereich 10.30 bis 11.30 Uhr, überlege ich es mir doch anders. Und nötigenfalls habe ich dann nachher wirklich drei Zeilen da. Wieder eigene Syntax. Wer kann's? Und das ist jetzt der Grund, warum es in Selektionskriterium reinfällt. Da haben wir es ganz klein grün. Wer verwendet MariaDB? Ja. 10.4? Irgendwer? Ja. Tut mir leid, trotzdem unbrauchbar. Das Problem dabei ist nämlich, es hat vorher keiner gefragt, aber wenn ich nochmal hergehe, es ist eben nur ein Feature von diesem Themenkomplex Applikationsversionierung, aber die Frage ist ja, dreimal ID 1, Fishy. Es gibt da natürlich eine Erweiterung, dass man eben sagt, okay, der Primärschlüssel muss jetzt nicht mehr nur der Schlüssel quasi ID sein, sondern da kann man jetzt auch sagen, der Primärschlüssel soll sein die ID without Overlaps dieser Periode, also keine Überlappungen dieser Periode. Und das ist natürlich essentiell wichtig, wenn man sowas umsetzen möchte. Wenn man nicht einmal mehr Primärschlüssel umsetzen kann, dann würde ich eher sagen, hands off. Vorläufig ist meine Empfehlung da, hands off, weil es gibt im MariaDB 10.4 dieses Feature noch nicht. Das war ursprünglich, soweit ich das verfolgt habe in dem Bug-Tracker, war es ursprünglich drin, aber ist man wohl nicht fertig geworden, ist jetzt auf 10.5 eingeteilt. Also würde ich jetzt vorläufig nicht verwenden, weil ohne Constraints, also ich würde es nicht machen. Gut, ein paar Minuten haben wir noch. 2016, da sind wir jetzt. Das ist fast der aktuelle Standard. Jetzt haben wir es. Wir sind in der Gegenwart von SQL. Willkommen. Da hat sich auch viel getan. Das Killer-Feature ist das Row Pattern Recognition. Über das rede ich heute nicht. Kann keine Open-Source-Datenbank. Aber wir haben JSON. Wo ist JSON? Ah, da. Sehr gut. Welcome. Also es gibt jetzt offiziellen JSON-Support im SQL-Standard. Seit 2016. Und wer ein bisschen die Geschichte kennt, weiß, dass die meisten Datenbanken schon vor 2016 JSON-Funktionalität angeboten haben. Logischerweise entspricht die jetzt nicht zufällig dem, was später im Standard gestanden ist. Außer bei Oracle, aber reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall eine Funktion, die ich euch da ganz, ganz schnell zeigen möchte, ist JSON Table. Die finde ich nämlich besonders praktisch. Also es geht darum, dass man halt JSON-Dokumente, wie es da kennt, wer kennt denn JSON so ganz generell? Ja, okay, jeder passt schon. Also ich habe da jetzt ein Array, das fängt mit eckigen Klammern an. Hab da einen Beistrich, zwei Elemente. Die beiden Elemente sind jeweils Objekte mit irgendwelchen Attributen. Und dieselben Daten könnte man ja in SQL zum Beispiel tabellarisch darstellen, indem man eben für jedes Array-Element eine Zeile hat und für jedes Attribut eine Spalte, so ganz klassisch. Und die Frage ist, naja, wenn ich das eine habe und das andere will, was macht man? Und genau diesen Pfeil, das setzt diese JSON-Table-Funktion um. Und die Syntax ist jetzt nicht sehr groß, also das ist jetzt so ein Query zum Beispiel. Es ist eine Tabellenfunktion, das heißt, man verwendet sie in der From-Klausel, kommt eine Tabelle als Ergebnis zurück. Und dann braucht man ein paar Argumente. Ich habe da das Fragezeichen hingeschrieben als Bind-Parameter. Wer kennt denn das? Wer kennt den Bind-Parameter, den Begriff? Wer kennt Bind-Parameter? Wer kennt SQL-Injection? Da haben wir schon das Problem. Das ist nämlich auch sowas, das ist für ewig schon im SQL-Standard so vorgesehen worden. Wenn man Daten an eine Datenbank übergibt, dann schreibt man das nicht literal, also nicht buchstäblich in das SQL-Statement hinein. Nein. Das macht man nur dann, wenn man als Mensch vor einer GUI tippt. Wenn man das Ganze aus einem Programm heraus aufruft, dann macht man dort einen Platzhalter hin, wo man diese Daten gerne hätte, und verwendet dann eine separate API, um diesem Platzhalter quasi einen Wert zuzuweisen. Das nennt man Bind-Parameter und ja, das ist die Lösung gegen SQL-Injection.
Es geht nicht überall, man kann nur Werte dadurch ersetzen. Man kann also zum Beispiel keine Identifier ersetzen und keine Schlüsselworte. Also zum Beispiel in der Orderbeigabe, also die Spalten aussuchen, geht nicht. Ask dessen umdrehen, geht nicht. Aber für Werte ist das die Lösung. Und wenn es nur das wäre, hätten wir SQL Injection nicht so groß, wie wir es jetzt haben. Gut, also kleiner Seitenhieb dazu. Was mache ich hier? Also dieser Bindparameter steht letztendlich für das JSON-Dokument, was ich hier habe. Das schicke ich vom Client rüber. Und dann das nächste, was ich mache, ist eine SQL JSON Path Expression. Das ist eine neue Sprache, die denselben Zweck hat wie zum Beispiel XPath für XML. Wer kennt denn das? XPath für XML. Ah, einige. Oder CSS-Selektoren für HTML. Wer kennt das? Ja, also aus so einem verschachtelten Dokument, wo man sich Dinge herauspicken möchte. Genauso eine Sprache ist das, nur halt für JSON. Und die Syntax heißt halt, das Dollar heißt letztendlich von ganz oben, von Root-Element, erwarte dort ein Array und nimm alle Elemente von dem Array. Und es ist definiert, diese Path-Expression, die definiert, für jedes Element, was aus dieser Path-Expression rausfällt, wird eine Zeile gemacht von dieser Funktion. Und daher kommt, dass wenn ich da zwei Elemente drin habe, dass ich am Schluss auch zwei Zeilen habe. Und wie das bei SQL halt so ist, naja, man redet zuerst über Zeilen und dann einmal über Spalten. Man sieht es da schon, Columns-Klausel. Dort kann man die Spalten deklarieren. Ich hätte bitte gerne zwei Spalten von diesem Namen und diesem Typ. Und da steckt dann wieder eine JSON-Path-Expression dahinter, die halt jetzt nur das Element jeweils ID und A1-Attribut ist. Und damit, das war's. Das rein, das raus. Fertig. Dieses Beispiel ist nur noch ein ganz klein wenig sinnlos, weil wenn man genau schaut, ich mache da am Anfang Select Stern und da den Bindparameter, also ich gebe zuerst Daten von der Client-Applikation an die Datenbank und queere das Ganze dann wieder zurück. Ja, eher nicht. Aber wir haben noch immer Composability. Der eigentliche Use Case ist nämlich der, dass man einen Insert davor stellt. Und was jetzt passiert ist, du kriegst ein JSON von deinem Client, transformierst es in einem Schritt in eine tabellarische Form und machst gleich das Insert in die Basistabelle. Sache erledigt. Da brauchst du keine Schleife, da brauchst du gleichzeitig nicht irgendwie das JSON parsen. Sache erledigt. Und das ist bitte die Idee eigentlich hinter SQL. Diese Funktion kann jetzt eben, also MySQL ist schon mehr als ein Jahr, ich habe es trotzdem drinnen, weil, jetzt mache ich noch ganz schnell, darf ich zwei Minuten? Ja. Habt ihr ein Snipergewehr? Na, dann mache ich weiter. Postgres 12, noch ganz kurz in die Zukunft schauen. Kommt in einigen Monaten heraus, hoffentlich. Beta 3 ist aktuell. Dort wurde diese SQL JSON Path Sprache umgesetzt. Noch nicht aber die Funktion JSON Table, die ich da gerade gezeigt habe. Aber man sieht, es geht in die Richtung. Ein anderes Feature, was bei Postgres 12 drin ist, ist Generated Columns. Eben Generated Always As. Und dann irgendwas gibt es nur ein paar skurrilere Anwendungsfälle. Chain Transactions, okay, gibt es auch. Und Hyperbolic Funktionen, also die Trigonomiefunktion mit H hinten, auch die kommen in Postgres 12. Und noch vieles anderes. Das sind bitte nur die Sachen, die aus dem SQL Standard kommen. In Postgres 12. Das Wichtigste, ganz zweifelsohne, die Pfadsprache für JSON. So. Was ist das? Die Spitze des Eisbergs. Also wie gesagt, mein Selektionskriterium war Open Source und neu seit dem letzten Jahr. Also da tut sich auch sehr viel, was schon länger da ist oder halt vielleicht auch demnächst erst kommt. Es war wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Es hat sich wirklich verdammt viel geändert seit SQL 92. Also es ist komplettes relationale Denken, aus dem ist man ausgebrochen. Es gibt schon noch und ist auch noch sehr, sehr häufig sehr, sehr nützlich, aber es ist kein limitierender Faktor mehr. Es gibt jetzt ganz, ganz viel, was sich außerhalb der relationalen Welt spielt, wie zum Beispiel Dokumente wie JSON verarbeiten. XML-Support hat SQL auch schon seit 15 Jahren. Das ist das zweite Dokumentenformat, was es hat. Was mir persönlich ganz wichtig ist, CRUD. Create, Read, Update und Delete. Wer SQL im Wesentlichen nur so verwendet, dass er halt mal hier und da mal diese Lifecycle, Insert, Select, 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 Update, Select, Select, Delete macht und das meistens bei Primärschlüssel, der verwendet eigentlich gar nicht SQL. Der verwendet nur irgendeine obskure Sprache für einen Key-Value-Store. Wenn das alles ist, was ihr braucht, okay, dann geht es zu einem Key-Value-Store. Ist auch okay. Das, was SQL auszeichnet, sind eben diese Transformationsschritte.
wie zum Beispiel dieses JSON-Table, relativ bequem so eben zwischen den Welten zu transformieren. Das ist eigentlich so die Grundidee von SQL. Damals wie heute. Es haben sich nur die Mittel geändert. Damals war man rein relational und heute macht man, was nötig ist. Industriebedarf getrieben. Ja. Mein Name ist Markus Wienand. Ich bin der SQL Renaissance Ambassador, so nenne ich mich. Ich betreibe auch eine Webseite, modernsql.com. Dort kann man über diese Dinge lesen und lernen. Ich schreibe auch immer zu den aktuellen Datenbank-Releases so einmal jährlich pro Datenbank einen Blog-Eintrag, wo man eben herauslesen kann, was ist dort neu und was macht man eigentlich mit diesen Features. Kostet natürlich nichts. Training habe ich allerdings auch, das kostet dann schon was. Und von mir aus war es das. Für Fragen bin ich jetzt noch da. Ich muss zwar dann heute Abend schon wieder zurücksausen nach Hause, aber ein paar Stunden könnt ihr mich hier noch finden. Und Zeit für Fragen haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr, aber dann vor der Tür. Was? Fünf? Yeah! Yeah! Fragen? Oh. Ja. Fragen über das Mikrofon. Muss jetzt einer herumlaufen. In der Zwischenzeit sage ich euch noch, da gibt es den Werbeschrein mit Bierdeckel. Muss man haben. Und natürlich auch Sticker. Gut, Frage. Nee, ne? Nochmal. Gibt es denn JSON-Support für Postgres nicht schon länger? Ja, also gibt es denn nicht, genau. Es gibt natürlich, also wie JSON-Support für Postgres schon länger als da dargestellt? Ja, weil Postgres hat seit 2012 ungefähr JSON-Support. Das war allerdings vorm Standard. Und das, was ich in meinen Charts darstelle, ist immer nur die Standard-Funktionalität. Und wenn man nicht unbedingt Oracle ist, dann gelingt einem das nicht, dass man den Standard implementiert, bevor der Standard rauskommt. Aber, also wie gesagt, das JSON Pass, das habe ich mir erst kürzlich sehr tief angeschaut. Da ist die Postgres-Implementierung die beste, die ich je gesehen habe, zweifelsohne. Und die anderen Funktionen, also dieses JSON Table und so weiter, ich rechne in einer sehr naheliegenden nächsten Release damit. Es gibt schon Patches. Die sind halt nur noch nicht drinnen. Gut, andere Fragen. Wer hat was Neues gelernt? Wenn ihr keine Fragen habt, habe ich Fragen. Ja. Okay. Eh jeder. Ja, was will ich denn sonst? Gut, also wie gesagt, ich bin noch da, bedient euch beim Werbeschrein. Mein Name ist Markus Wienand, der SQL Renaissance Ambassador.